Also, wir machen mal weiter mit den Umweltthemen, denn wie man schon gesehen hat, die haben das ganze Wochenende eigentlich geprägt. Die Jugendlichen hatten total viele Ideen, was man so machen kann, und haben da viel sich ausgedacht und programmiert, aber eben auch ziemlich viel für sich selbst gelernt, weil Programmieren stellt man sich vielleicht, wenn man nicht so Ahnung davon hat, einfach so vor, man kommt an, setzt sich hin und schreibt irgendwie Code runter. Dass das nicht so ist, hat vor allem die nächste Gruppe gelernt. Die haben nämlich auch noch drumrum sich gegenseitig weitergeholfen bei solchen Sachen wie, wie kann ich eigentlich meine Software sinnvoll verwalten? Da gibt es nämlich ein Programm, das heißt Git, und das ist eben genau in der Lage, so verschiedene Versionen von Software abzugleichen, zu schauen, was hat sich verändert und dadurch eben auch Gruppenarbeit erstmal möglich zu machen über Plattformen, was eben heute auch schon angesprochen wurde, GitHub oder GitLab. Und das ist so eine Sache, die auf jeden Fall irgendwie immer wieder Jugendliche sich gegenseitig beibringen, genauso wie, wie funktioniert eigentlich mal eine Tastatur? Was gibt es da alles für Shortcuts? Wie kann ich mich dann noch schneller und noch leichter bewegen? Wie funktioniert eigentlich so ein Adblocker im Browser und wann ist das ganz hilfreich? Und was sind eigentlich neuronale Netze? Das ist natürlich hier ganz nett, denn in diesem Uni-Gebäude, da bewegen sich einige von uns Mentoren und Mentorinnen ein bisschen öfter. Viele von uns studieren dann auch wirklich Informatik, haben richtig Plan von Dingen. Und dann ist es natürlich cool, wenn man auch über Themen wie neuronale Netze einfach mal mit Menschen sprechen kann, die genau das gerade studieren. Und darüber hinaus haben natürlich auch diese Gruppe ein Projekt entwickelt. Und zwar sind das Lea, Arne, Aviva, Celia, Hugo und Marlene. Und alle zusammen haben das CO2 Small Foot Projekt entwickelt. Genau, also wir hatten die Idee für die App Smallfoot, denn viele Menschen verursachen viel CO2. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserer Fragestellung, und zwar, was können wir dagegen tun? Und um seinen CO2-Verbrauch zu verringern, könnte man beispielsweise anstatt dem Fahrrad auch mal, anstatt dem Fahrrad, anstatt dem Auto mal das Fahrrad nehmen oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder einfach mal darauf achten, dass man vielleicht nicht so viel Essen verschwendet oder mal Secondhand-Shopping macht. Okay, oder auch mal also sich auch regional und saisonal ernährt. Die Idee ist, eine App zu entwickeln, die dazu motiviert, sich umweltfreundlicher zu verhalten. Also die Motivation wollen wir dadurch erreichen, indem wir halt Informationen zur Verfügung stellen, was wie viel CO2 verbraucht, produziert und wie groß der ökologische Fußabdruck von einem ist. Schlägt auch Alternativen vor und wenn man umweltfreundlicher sich verhält, dann gibt es auch Belohnungen. Form von Rabatten, Scores und weiterem. Die fertige App soll dann den CO2-Verbrauch von Essen oder Sachen ausrechnen und dann mit dem täglichen Limit verrechnen. Dann soll es auch noch Statistiken erstellen, damit du erkennst, wo du dich verbessern kannst. Und die App soll dann auch schlussendlich Alternativen anbieten. Ja, also wir haben mit dem Web-Framework Django gearbeitet, das auf Python basiert. Und dort haben wir mit Hilfe von Klassen, also sogenannte Models, Datenbankeinträge ermöglicht, also Tabellen hinterlegt, wo derzeit Benutzer gespeichert werden mit ihrem CO2-Verbrauch pro Tag und auch ein paar, also eine kleine Auswahl an Lebensmitteln mit ihrem ökologischen Fußabdruck. Und mit Hilfe der Forms und Templates wird dann die Website dargestellt. Das heißt, man findet dann dort im Web ein Dropdown-Menü, wo man auswählen kann, was man gegessen hat und wie viel man gegessen hat. Und mit Hilfe der Views, also dem eigentlichen logischen Teil unseres Programms, wird dann die Werte verrechnet und gespeichert und
Ziel ist es halt, ein Limit pro Tag nicht zu überschreiten. Okay. Also ihr habt jetzt gehört, was die optimale App-Idee gewesen wäre und was unser Prototyp, also was wir bisher hinbekommen haben, ist noch eine kleine Demo. Das ist unser Code, der sieht so aus, nur ich erkläre das jetzt nicht genau, aber nur für so eine Vorstellung. Ja. Und unsere App, also Web-App eigentlich, Webseite, sieht so aus. Genau, hier kann man runterscrollen, ist schon ziemlich schön. Und einen Benutzer auswählen, zum Beispiel bin ich nicht Johannes. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt heute gekochtes Gemüse gegessen, und zwar 300 Gramm. Und genau, dann kriege ich angezeigt, dass ich dass mein CO2-Verbrauch von heute schon bei 0,15 Kilogramm liegt. Und das hier, also das, dieser Balken, das ist quasi mein tägliches Limit, das ich nicht überschreiten sollte, um halt die Umwelt zu schonen. Und genau, ich kann jetzt sagen, ich habe dazu auch noch Joghurt gegessen. Ich weiß nicht, wie viel Joghurt habe ich gegessen, 200 Gramm. Und das addiert sich dann auf. Und da könnt ihr auch sehen, dass, ja, Testessen. Okay, ja, wollte ich gerade machen. Könnt ihr auch sehen, wenn ich jetzt Rindfleisch esse. Ich esse jetzt einmal schönes 300 Gramm Steak. Dann sieht das so aus. Oh, okay, und wenn ich jetzt sehr viel Hunger habe und, Moment, habe ich schon ausgewählt, nochmal 300 Gramm Rindfleisch esse, dann habe ich mein tägliches Limit überschritten. Ja, dann bin ich schlecht für die Umwelt. Ich glaube, ich habe noch nie 600 Gramm Rindfleisch auf einmal gegessen. Aber auf jeden Fall, ja, sollte man das nicht so machen. Und das ist das tägliche Limit insgesamt. Das bezieht sich nicht nur aufs Essen. Also wir haben die Idee gehabt, eigentlich für alle Aktivitäten den CO2-Verbrauch noch zu berechnen, also auch wenn ich jetzt Auto, okay, ich habe keinen Führerschein, aber wenn ich jetzt Auto fahren würde, dass man das alles noch dazu rechnen kann, aber wir haben jetzt bisher halt das nur mit Essen umgesetzt. Ja, aber so sieht das bisher aus, genau. Und jetzt noch eine kleine Animation, die hat Hugo gemacht. Ja, mit Schmetterling. Das war unsere Präsentation, danke.